willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Diesmal tatsächlich, hoffe ich, mit dem Summer Bash Event. Es gab das Update, das kam, also während ich die letzte Folge aufgenommen habe, kam das Update dazu irgendwie raus. Das bewegt sich erstens so ruckig und zweitens so schnell. Merkwürdig, war das schon immer so? Seltsam, seltsam, seltsam. Okay, wir gehen hier mal an unseren grandiosen Kochtopf, machen ihn auf, gucken da rein, Feiertag. Ah, sieht schon viel besser aus. So, das hier waren die Sachen, die waren alle beim letzten Mal drin. Das hat hier aufgehört, ja, bei diesen Emotes hat es aufgehört. Alles, was danach kommt, sollte eigentlich neu sein. Wir haben hier ein Hover-Sail-Print-Shirt, also so ein Hawaii-Hemd mit dem Hover-Sail drauf. Wir haben hier eins mit einem Noglin drauf und wir haben hier eins mit einer Shadowmane drauf. Wir haben hier Badeklamotten mit Quallen drauf, mit Aalen drauf und mit Floaty. Keine Ahnung, was da drauf ist. Floaty Swim Button, keine Ahnung. Ist nett, kann ich euch nicht sagen. Dann haben wir das hier und ich glaube, das wollen alle haben. Das ist ja wohl das Geilste überhaupt. Ein aufblasbares Rex-Kostüm. Da könnt ihr dann selber reinschlüpfen und dann lauft ihr wie so ein riesiger, ausgestopfter Stoff-Rex rum. Dann haben wir hier so einen Schlapphut, so einen Strohhut für Damen eher. Und das hier ist so eine Art Anglerhut. Da sind auch so Köder ringsrum angebracht. Dann haben wir hier so eine Retro-Sonnenbrille. Dann haben wir hier ein Rückwärts-Salto-Emote. Und dann Hula-Dance-Emote. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge Fleisch. Und das heißt, wir müssen jetzt vor allem erstmal Fleisch ranschaffen. Also roh und grillen ist ja nicht so sehr das Problem. Ich habe mit dem, wie nennt man das, mit dem Räuchern natürlich auch schon angefangen. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nicht genug zusammen. Da muss ich vielleicht einfach ein paar mehr Räucher Dinger aufstellen. So, das packen wir alles hier rein und das andere kommt dann Fabricator und Werkbank. Ja, wenn ich das Fleisch zusammen habe, dann schalte ich wieder ein und wir probieren dann mal diese Sachen aus und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. So, ich habe jetzt so einiges zusammen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es reicht. Wir machen mal das Feuer an und fangen mal mit den Emotes an. Und das will ich haben. Und was braucht das? Okay, das braucht davon was. Ach, ich habe wahrscheinlich keinen Platz, hier passt immer nicht so viel rein. So, den hier will ich. Den Fischerhut, ich weiß noch nicht so genau. So. Was gibt's hierfür? Das ist normales Fleisch. Okay, habe ich nicht. Wie viel bitte normales Fleisch? 20? Ach so, Filet, okay. Nee. Gegrillt. Mir fehlt noch ein bisschen was. Na gut, wir nehmen erstmal raus, was wir haben. Passt sowieso nicht so wahnsinnig viel rein. Okay, uns fehlt theoretisch noch die Sonnenbrille. Ich würde vielleicht das Shadowmane-Teil und die Quallenhose machen oder irgendwie sowas. Von den Klamotten, die brauche ich nicht alle. Gut, packen wir das erstmal wieder raus. Ich brauche noch normales Fleisch. Und zwar, nee, das wollten wir, 250 normales Fleisch. Und ja, das hier haben wir doch noch, oder? Zack, 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 zack. Ja, das haben wir doch noch. Das wollten wir haben und das wollten wir haben, genau. So, jetzt brauche ich halt nur noch 250 normales Fleisch. Also 50 brauche ich noch, 200 habe ich ja schon. Sehr schön. Dann probieren wir auf jeden Fall alles gleichzeitig mal aus. Wir gucken einfach mal, ob die hier in ihrem Fleischdruck noch was haben. Muss jetzt nicht schon wieder losrennen. So, ihr seht, ich habe mir übrigens auch noch mal ein Ikus gezähmt, aber wir brauchen ja noch ein zweites. Ja, das reicht. Ja, komm, nehmen wir noch das dazu. Machen wir schnell in den Grill. Ja, ein 140er Ikus-Stute ist das. Da fehlt mir jetzt sozusagen noch der Hengst dazu, aber das machen wir dann in der Aufnahme. Vielleicht machen wir das einfach direkt im Anschluss. Kann ich mir ganz gut vorstellen. So, das war ja nur normales gebratenes Fleisch. Ist noch irgendwas anderes da? Das hier kann weg, okay. Ja, und damit sind die Reserven dann schon so gut wie wieder aufgebraucht. Ich packe das, das kann ich da nicht reinpacken, aber das kann ich in diese Kiste tun.
Zack. So, das hier können wir schon mal sozusagen benutzen. Und ja, darauf müssen wir jetzt noch kurz warten. Dann gucken wir uns natürlich alles gleichzeitig an. Oder besser gesagt direkt nacheinander. 10 Stück fehlen noch, komm schon. Jawohl. So. Zack, zack, zack. Packen wir das da rein. Feuer anzünden, Feiertag, schicke Brille. Okay. Chibis gibt es natürlich auch neue. Da müsste ich dann nochmal ein bisschen Räucherfleisch nachlegen. So, zack, Feuer löschen, okay. Das ist ja auch langsam fertig. Na fast. Kann ich das nämlich mal wieder in den Kühlschrank tun, da ist ja jetzt nichts mehr drin. Genau, in der Zwischenzeit kann ich hier noch ein bisschen mehr Fleisch räuchern. Und dann machen wir mal ein paar Chibis. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue. 5 mindestens, würde ich mal schätzen. Zum Beispiel ein Otter mit Strohhut, was ich auch total süß finde. So, wir setzen auf. Erstmal vielleicht die Brille, aber es geht nicht mit den Klamotten. Dann machen wir doch mal alle tauschen. Aber hast jetzt auch das Inventar getauscht, ne? Nee, doch, hat er. Muss er ja. Zugriff auf Inventar. Nee, das ist die Hotbar. Nicht, ja, ich will nicht Hotbar, ich will das richtige Inventar. Inventar. Danke. Her damit. Okay. So, ich muss meinen Hut wieder sichtbar machen, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Emote abspielen, Hut zeigen. Und dann setzen wir mal die Brille drauf. Also vielleicht hätte es auch mit dem anderen funktioniert, aber sieht nicht so aus, ne? Man kann das da nicht drauf tun. So, ihr seht das auf jeden Fall hier drüben nicht. Okay, sehr schön. Warum auch? So eine Nerdbrille eher, ne? Ich muss mich mal irgendwie ins Licht drehen. Wo ist denn hier das dumme Licht? Wo fährt denn mein Schatten hin? Da, also da muss das Licht sein. So. Okay. So sieht also unsere tolle neue Brille aus. Dann packen wir die wieder hier runter und setzen uns den Fischerhut auf. Den Anglerhut, besser gesagt. Ja, okay. Schade, dass man dann immer die Haare nicht mehr sieht, ne? Also wenn man so einen Pferdeschwanz, wenn man lange Haare hat, müsste man die ja eigentlich sehen. Aber gut, ist halt nicht so. Dann nehmen wir, und ich glaube, der ist bestimmt sehr schön, diesen hier, den Strohhut. Ja, auch hier wäre es natürlich schön, man würde die Haare sehen. Und es gibt, wie gesagt, als Chibi den Otter mit diesem Hut, was ich echt nett finde. So, den behalten wir mal kurz an. Legen uns hier noch unsere Klamotte und unsere Hose drauf. Ziehen vielleicht mal das hier aus. Dann sieht das nicht so martialisch aus. Jetzt haben wir hier die Shadow Mane und so ein paar Koel sind da drauf. Oh, der guckt ja so traurig, wie niedlich. Der sieht so süß aus. Cool. Und ja, die Unterbuchse, das sind die Quallen mit irgendwie Fischskeletten und Blitzen. Sehe ich das richtig? Sieht so aus. Ja, cool. Okay, was haben wir sonst noch? Irgendwas im Inventar? Ja, natürlich das, was wir alle wollen. Wo tue ich denn das überhaupt hin? Wahrscheinlich hier auf die Oberklamotte. Ja, dann kann ich aber auch meine Sachen wieder anziehen. Ist das cool. Es ist ja so geil. Guckt euch das an. Yeah. Super mega gut. Das quietscht. Hört mal genau hin, wenn ich laufe. Sieht aus wie der Sicherheitssalamander bei den Simpsons. Der Wahnsinn. Hat sogar die gleichen Farben. Super cool. So, jetzt wollen wir natürlich auch die Emotes dazu sehen. Wir sind bei Summer Bash. Und es sind natürlich die letzten paar. Wir machen erstmal den Backflip. Ich mache das mal hier auf. Genau, aufs Plus. Hoppala, jetzt haben wir irgendwas gerufen. Normal. Ist das cool.
Es ist witzig. Okay, und dann machen wir Summer Bash den Hula Dance auf die Plus. Ja, ist okay. Wie der Schwanz wackelt. Es ist ja echt scharf. Komm hier nochmal. Machen wir mal ein paar Fotos davon. So, wir gucken uns das natürlich auch nochmal kurz ohne Kostüm an. Nicht schlecht. Ja, cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schade, dass man das Kostüm nicht auch auf dem Tech-Suit tragen kann. So, wir knarzen, quietschen hier. Ich habe immer noch das Quietschgeräusch. Ich habe das Ding gar nicht mehr an. Knarz, 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 knarz. Ich packe das erstmal hier rein. Ich werde, wie gesagt, dann auch noch mal gucken, dass ich irgendwann so ein paar Chilis bekomme. Und ja, gehen hier mal wieder in unser Anzugteil. Ja, ich habe den Gilli halt fürs Ekosäen gebraucht. Und deswegen so Inventar. Genau, und das hier will ich aber alles haben, weil es will ich ja anlegen. Deswegen habe ich das mal hier drauf getan. Wir quietschen immer noch. Naja, dann begleitet uns das jetzt wohl demnächst. Warum ist das hier doppelt drin? Verstehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Egal, weg damit. Wir brauchen nur eins. Genau, so, dann machen wir unseren Hut wieder weg. Emote, Hut verbergen. Und normalerweise, ach naja, wir können ja den Hula-Tanz lassen. Können wir das Geräusch vielleicht damit irgendwie übergehen? Nö. Wir klingen jetzt eben immer so. Naja, was soll's. Okay, ja, wie gesagt, wir haben hier Florence, unser Ekus-Weibchen, also unsere Stute. Die war 140 am Level. Also das Minimum für die Tiere, mit denen ich was machen möchte. Er hat einen super tollen Sattel, den habe ich kurz vorher gefunden. Das war so ein bisschen so der Wink mit dem Zaunpfahl, so nach dem Motto, ja, dann musst du jetzt wohl auch ein Ekus zähmen. Ich mache hier nochmal sicherheitshalber die Tür zu. Denn falls wir hier irgendwie ist die auch zu, ja, die da ist auch zu. Gehst du zu? Ja. Falls wir einen finden, dann wäre das natürlich cool, wenn wir den da reinwerfen, wenn er hier nicht gleich wieder ausbricht. Wobei beim Ekus ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier oben war auch gleich nochmal ein 135er. Und ja, das ist aber zu niedrig. Also 140 oder mehr darf es gerne sein. Wir haben jetzt natürlich auch hier, aber die hatten wir auch vorher zum Teil schon, diese Summer Bash Farben. Also es ist einfach nur alle möglichen grellen Farben, kunterbunt. Und in dem Fall zum Beispiel ist es ziemlich scheußlich, weil es sich total beißt. Ja, ich fliege jetzt mal hier oben am Stadtrand entlang und gucke mal, ob ich vielleicht noch mal einen Hengst finde mit 140 oder mehr im Level. Wie gesagt, hier oben an dem Teich ist gleich ein 135er gewesen, aber das ist leider 5 Level zu wenig. Ha, gefunden. Ein Männchen 150. Wir müssen aber erst ein bisschen pausieren. Der da soll es sein. Das ist jetzt natürlich auch nicht so mega coole Farben. Hier oben laufen ein paar Pferde rum. Da hinten ist eins. Hier unten in dem Gang, sage ich jetzt mal, ist auch noch eins. Aber 150, was will man mehr, nicht wahr? So, Freund. Ja, ich weiß. Oh, da ist aber ein buntes. Ne, Moment mal. Das müssen wir uns aber erst angucken. Kann man dich sehen? Nicht weglaufen, jetzt läuft es gerade weg. Komm, sei auch 105, 130. Ein Männchen. Komm, wir nehmen beide. Ich hole mir den anderen auch gleich noch. Das ist ja wohl. Ach, diese Farben. 145er Weibchen. Ja, ist aber halt nicht so schön, ne? Oh. Was war das? 130 oder 135 oder irgendwie? Es war nicht schlecht. 130. Boah, ist das schön. Ja, okay, ich nehme beide. Aber erstmal das richtig Gute, falls wir züchten wollen, ne? Kann ja sein, dass der 130er bessere Werte hat. Ist immer möglich.
Wir fliegen den erstmal nach Hause und holen uns dann den bunten auch gleich noch. So, kommen wir angeflattert. Die Luken zum Zähngehege sind offen. Ich könnte den jetzt natürlich auch einfach in den Hof werfen und da zähmen. Das geht natürlich auch. Kann natürlich sein, dass wenn ich ihn nicht gleich einmal gefüttert bekomme, dass er sich dann irgendwie erschrickt und dann hier im Hof rumrennt. Das muss ja dann auch nicht sein. Also hier hat er auf jeden Fall relativ wenig Bewegungsfreiheit. Ich kann mich ganz gut an den anschleichen. Und letzten Endes kann er auch nicht irgendwie großartig irgendwo hinlaufen oder wird angegriffen. Man kann ihn natürlich auch problemlos einfach draußen zähmen, aber so ist es halt einfacher. Quietsch, 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 quietsch. So, wir ziehen uns wieder um. Einmal bitte umziehen. Genau, und die Möhren sind nämlich gleich im Inventar. 48 Stück werde ich nicht brauchen, so viele. Da steht er schon. So, machen wir das Ganze hier durch die Tür. Wenn ich so quietsche, dann befürchte ich einfach, erschrickt sich das Pferd. Das hört mich ja. Also der Prozess ist denkbar einfach. Wir haben uns angeschlichen, haben ihn einmal gefüttert. Während er mit Fressen beschäftigt war, hatten wir die Gelegenheit, dann noch aufzusteigen und ihn nochmal zu füttern. Und jetzt habe ich keine Kontrolle mehr über das Tier und auch nicht über die Kamera. Ich kann mich jetzt also drehen, wie ich will, als meine Kamera. Es nützt nichts. Immer wenn da unten, da wo jetzt Effektivität 100% in Klammern... Oh nein! Jetzt habe ich gedrückt, ich Vollpfosten. Ja, und damit ist die Effektivität in Arsch. Und wird auch nicht mehr. Oh nee. Man kann halt nicht reden, wenn ich sowas mache. Ich muss mich konzentrieren. Habt ihr jetzt gesehen, es ist die Effektivität in den Arsch gegangen. Und im Prinzip können wir eigentlich gleich wieder von vorne beginnen. Immer wenn das blinkert, muss man halt drücken. Dann füttert ihr eben eine Karotte oder auch einen Kibbel. Was geht halt auch mit Karotten, wenn ihr keine Kibbel verwenden wollt. Und wenn die Zähmung bei 100% ist, dann habt ihr das Pferd. Und wenn ihr so wie ich ein bisschen doof seid oder einen wackeligen Finger habt oder zu langsam seid und nicht rechtzeitig reagiert, wenn das blinkert, dann werdet ihr eben abgesetzt und könnt dann ja, mit weniger Effektivität weitermachen. Und ich meine, da kann man warten bis Pflaumenpfingsten. Die geht nicht wieder, die wird nicht wieder besser. Also wenn ich mich jetzt absetze und sage, na okay, ganz und gar ein neuer Versuch, ihr werdet immer wieder mit dieser Effektivität arbeiten. Die wird einfach nicht mehr besser werden. Ja, das habe ich jetzt echt verbockt. Ich habe das gelesen und irgendwie, weil ich so intensiv drauf geguckt habe, habe ich gedacht, das blinkert und ich müsste drücken. Und ich mache mir auch so leichte Zuckungen im Finger. Ja. So, ich glaube einmal, höchstens zweimal noch, dann haben wir den. Ja, das war jetzt natürlich blöd. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, natürlich, 99% war ja klar. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen, dass ich das da so verbockt habe. Ich kann mich halt nicht auf zwei, drei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Also auf Reden, auf Gucken und auf Drücken. Das sind ja schon drei Sachen gleichzeitig. Von wegen Multitasking-fähig. Nee, ist man nicht. Da leidet halt dann alles drunter. Man kann Sachen gleichzeitig machen, aber leidet halt irgendwas oder alles drunter. Man ist ja auf jeden Fall nicht so gut. Okay. So, Cisco. Zack. Okay, wir bringen ihn zu seiner Stute, machen aber hier die Tür wieder zu, weil wir wollen ja gleich noch das bunte Pferd reinholen. Und dann können wir natürlich auch direkt mal vergleichen, ob denn hier, hat der irgendwie noch einen dunklen Streifen am Popo? Sieht so aus. Sie hat natürlich auch sehr schöne Farben. Dieses knallige Orange sieht gut aus. Dann wollen wir doch mal gucken. Also, habe ich sie gelevelt? Nee, ich glaube nicht. 1257 und 1400. Okay, ist er besser. 2072. 2128 ist sie besser. 555 und 615, er hat mehr Sauerstoff. 5700 Nahrung. 6000, sie hat mehr Nahrung. 690 und 609 Gewicht. 264 Nahkampfschaden und 308. Ja, die 120 haben sie beide. Okay, also
Er hat mehr Leben, sie hat mehr Ausdauer, er hat mehr Sauerstoff, sie hat mehr Nahrung, er hat mehr Gewicht, sie hat mehr Nahkampfschaden. Die sind also sehr, sehr schön ausgewogen. Also jeder hat drei Sachen besser als der Ready andere. when you are. Also wunderschön eigentlich, sehr gut. Was ist ja jetzt geworden? 209. Und sie aber auch. Na, das ist ja witzig. Tja. Gut, als wenn er ein 140er gewesen wäre. Ne? So, und diesmal, ich musste jetzt zwischendrin nämlich selber mal eine Karotte essen, weil ich bin ja beinahe verdurstet. Dieses Mal trinken wir vorher mal was aus der Flasche. Knarz, knarz, knarz. Bitte bist ja schon wieder hier. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Sieht aber schön aus mit dem schwarzen Streifen. So, du bleibst hier mal. Ey. Du bleibst mal hier. Zack. Schön hier bleiben. Wir holen uns jetzt noch das andere Pferd. Und da ist er in all seiner Pracht. Harlekin habe ich ihn genannt, weil er so schön bunt ist. Er gefällt mir ausgesprochen gut. So also wirklich, wirklich, wirklich schön. Man könnte natürlich überlegen, ob man für dieses weißlich-gräuliche, also die Flecken am Hintern, beziehungsweise die Streifen am Hals und am Kopf, da scheint ja auch der Streifen zwischen Blau und Rot zu sein. Man da vielleicht noch irgendwie was Gelbes oder so haben könnte, wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir gucken uns mal seine Werte an. Das sind meine Werte. Ich würde gerade sagen, wow, der ist aber schlecht. Nee, 1490, okay, das ist natürlich relativ wenig. Die Ausdauer hat er, glaube ich, so gut wie der schlechtere von den beiden. 615, der irgendwas. Ja, gut, der ist halt in allen Werten ein bisschen schlechter, glaube ich, aber. Er ist dafür der schönste von allen. Und ich glaube, ich werde ihm deswegen auch den Sattel geben, denn ich werde, wenn ich reite, mit dem reiten, weil die anderen beiden, die sind halt, meine ich doch, in so ziemlich allen Werten besser gewesen. Okay, die hier im Sauerstoff nicht. Aber der war dafür besser im Sauerstoff. Na gut, das ist ja nun echt mit, der ist genauso gut im Sauerstoff. 609, die haben beide gleich viel Gewicht. Okay, aber der hat trotzdem weniger in allem. So. Da hat er seinen Sattel, kann man natürlich auch nochmal anmalen. Und ja, ich reite mal kurz mit dem eine Runde rum. Pferde sind ja ziemlich gut im Betäuben. Es gibt natürlich immer mal Tiere, die bringt man eher um, als dass man sie betäubt, aber so grundsätzlich sind sie ziemlich gut im Betäuben. Und können auch einigermaßen gut Bären fahren. Da ist ja immer noch ein Jubiläumsdodo. Mit einem lila Hirsch. Also die sind noch vom Jubiläumsfest hier. Die bunten Tiere sind hier jetzt alle vom. Das sieht zum Beispiel geil aus. Orange, lila und rot. Voll cool. Ja, die sind jetzt alle hier vom Summer Batch Event. So, wir können ja zum Beispiel mal diesen Lystro betäuben. Kann man doch auch betäuben, ne? Weil man zähmt sie ja eigentlich passiv, aber ich meine, man kann sie trotzdem. Ja, da ist er bewusstlos. Zwei Tritte haben wir gebraucht insgesamt. Dann bist du der Nächste. Komm. Auch zwei Tritte. Der hat mir meine Karotten geklaut. Das ist ja wohl nicht zu fassen. So nicht, mein Freund. So nicht. Meine Karotten. Los, töte ihn. Sehr schön. Na, ihr seht, eins, zwei Tritte. Da hat er jetzt schon alles Mögliche mit getötet. Ziemlich gut. Und du, Abscheulichkeit? Du bist scheußlich. Dein blaues Geweih macht mich wahnsinnig. Wer weiß, wie man Haken schlägt. Jedes Mal, wenn ich ihn einhole. So, Helena, kannst du mir was dazu sagen? Nee, doch. Ja, der schläft gleich. Ein Tritt noch und der schläft. Tja, Sache praktisch.
Weil du so hässlich bist, musst du jetzt leider verschwinden. Er verbraucht halt tierisch viel Ausdauer, ne, beim Zutreten. Das ist halt der Nachteil. Wenn ihr halt wirklich echt viel treten müsst, um irgendwas zu betäuben, dann geht euch halt die Ausdauer aus. Und vor allem, das Pferd schläft auch sehr schnell ein. Es hat selber recht wenig Torpor. Jetzt ist es erschöpft. Jetzt sollten wir mal kurz innehalten. Jawohl. Oh, sie musste dabei zugucken. Ach so, wir haben gar nichts dabei. Naja gut, egal. Ach, wie schön. Nochmal zwei Levelchen drauf. Geben wir dem mal so 3000 Leben oder so. Ja, das ist also Ruckel die Zuckel. Unser neues schönes Ekus, beziehungsweise insgesamt haben wir jetzt ja 3. 2 habt ihr gesehen, 1 hattet ihr nicht gesehen. Einmal habt ihr gesehen, wie man es nicht macht und einmal habt ihr nicht gesehen, wie man es macht. Ja. Okay, ja, ich hoffe mal, es ist inzwischen genügend Räucherfilet fertig geworden. Dann versuchen wir vielleicht nochmal wenigstens eins der neuen Chibis zu bekommen. So, wir machen uns ein paar Chibis und gucken gleich mal, was wir hier so alles zusammenbekommen. Wie gesagt, es gibt vermutlich 5 neue Chibis, weil es, glaube ich, immer 5 neue Chibis gibt. Und wir wollen doch gleich mal sehen, was das ist. Bisher noch nichts. Ja, also es gab auf jeden Fall den Otter. Es gibt Nogle und Shadowmane gab es ja vorher schon. Ich überlege gerade. Es gibt den Astrodelphus auf jeden Fall. Den Voidwurm gibt es auch auf jeden Fall. Mit dem Otter, mit dem Hut sind es ja dann schon mal 3. Die anderen 2, weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall nicht alles Tiere jetzt aus dem neuen DLC. So viele gibt es da ja auch nicht mehr. Vielleicht Mewing. Tja. Ah, ein Mewing. Oder Maywing. Ich weiß immer noch nicht genau. Ich glaube Maywing. Okay, wir haben immerhin schon mal 1. Und wir haben 2 von der selteneren Variante bekommen bisher. So, das neue und die beiden seltenen, die behalte ich mal. Alle anderen brauche ich, glaube ich, nicht. Das und das. Und wo ist es hin? Wo ist es hin? Weg. Da. Da ist es. Okay, cool. Her damit. Her damit. Und weg damit. Da rein. Die anderen, die schmelze ich einfach alle wieder ein. Das Maywing, das gucken wir uns mal an. Wir hatten hier doch schon welche drin, ne? Na gut, habe ich wieder rausgenommen. So, packen wir zum Beispiel mal diese ganzen Tropiognathus. Wie viele brauchte man immer? 4 für 1, ne? Ich finde es ganz gut, dass man inzwischen alles, was man doppelt und dreifach hat, auch wieder, einschmelzen kann, sage ich jetzt mal, nochmal die Chance hat, was zu bekommen. Ne, okay, haben wir aber nicht geschafft. Alles klar, wissen wir Bescheid. Die blauen tun wir mal da rein, aber ich glaube, hier sind auch noch mehr drin, oder? Kann das sein? Genau. Ich brauche die hier ja alle eigentlich nicht. Können eigentlich alle mal eingeschmolzen werden. So. Und wie gesagt, die blauen tun wir hier mal rein. Da weiß ich nicht, ich habe ja auf die Island schon ganz viele. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das Maywing aussieht. Ich habe tatsächlich... Eigentlich hatte ich ja ein Schaf. Wo ist denn das hin? Ach so, ich weiß, das habe ich im... da ist es ja. Oh. Aber es ist einfach nur ein kleines Maywing, oder? Sieht es großartig anders aus? Ist der Kopf jetzt so groß? Nee, ne? Niedlich. Ja, gefällt mir gut. Hui, da kommst du. Ja, sehr süß. Also wirklich sehr, sehr niedlich. Okay, dann schmelze ich, glaube ich, auch nochmal die anderen rein. Vielleicht kriegen wir da ja auch nochmal was. Und ansonsten haben wir es, glaube ich, für diese Folge auch schon wieder geschafft. So, ich habe wieder meine alten Klamotten an, auch wenn die Schuhe nach wie vor quietschen. Ich habe auch mein altes Chibi wieder dabei. Habe allerdings auch noch gar kein Alpha-Tier mit dem getötet. Also der hat noch überhaupt nichts. Aber ich würde sagen, dass mit dem jetzigen Moment unsere Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann. Ciao, ciao.